Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder ein kleines, längeres Telefonat mitgebracht, wo der Betrüger sich wieder sehr, sehr lange hat hinhalten lassen. Naja, auf jeden Fall hört man hier wieder wunderbar das Niveau von diesem Kanal hier raus. Ganz weit unten angesetzt. Naja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit diesem komischen Anruf. Hallo, guten Tag. Ich bin Gabriel Malczewski, Ihr leitender Berater. Spreche ich mit Herrn Gustav Schwingtitte, ja? Ja, genau. Heute haben wir den Herrn Schwingtitte am Telefon. Ich sag's euch ja, es wird immer besser. Sehr gut. Also, ich bin leitender Berater. Sie haben sich auf unsere Webseite angemeldet und haben Informationen über Kryptowährungen und Investitionen angefordert. Ja. Ist das richtig? Ja. Also ich erkläre Ihnen jetzt alles, aber bisher, ich interessiere mich. Haben Sie vielleicht Erfahrungen in diesem Bereich? Nein. Gar kein. Okay, kein Problem. Also, wir sind Beratungsunternehmen und wir helfen unseren Kunden, mit richtigen Kryptowährungen Geld zu verdienen. Ja. Dafür brauchen wir auf die öffentlichen Plattformen Ihr eigenes Konto zu erstellen und dann Ihre Identität bestätigen. Vielleicht wissen Sie etwas über private oder öffentliche Plattformen. Wir arbeiten nur an öffentlichen Plattformen. Was ist das? Ja, das ist eine offizielle, weltweit berühmteste Plattform, das gehört zu niemandem. Und das ist vielleicht von einige von denen kennen Sie auch, das ist Coinbase, MoonPay, CX, Bankster und so weiter. Ja, und am ersten Mal, Sie sollen Ihr eigenes Konto erstellen und ich helfe Ihnen dabei, alles ohne Fehler zu machen. Aha. Ja, und dafür brauchen wir von Ihrer Seite Internetzugang und einige freie Minuten nur. Haben Sie gerade Internetzugang? Ja. Okay, welches Gerät benutzen Sie normalerweise? Also haben Sie Computer, Handy oder was? Ich habe einen Computer, ja. Sie haben einen Computer? Sehr gut. Ich erkläre Ihnen jetzt etwas. Also es gibt eine Software-Applikation, Programm mit dem Namen Anydesk. Wissen Sie etwas über Anydesk? Ja, das ist so ein Programm, was Betrüger benutzen, war neulich im Fernsehen. Nein, nein, also ich erkläre, das ist ein offizielles Programm. Ja, aber da war neulich ein Bericht im Fernsehen, da haben die gesagt, Anydesk benutzen fast ausschließlich nur Leute, die einen am Telefon betrügen wollen. Nein, nein, kein Betrug, also. Aber warum nehmen Sie denn das Programm, was auch die Betrüger nutzen? Also das ist ein offizielles, weltweit benutztes Programm. Ja, aber das kam doch im Fernsehen. Was für eine gequollene Scheiße. Der Typ will mir jetzt hier wirklich Anydesk als ein ganz professionelles, berühmtes Programm verkaufen. Ja, wofür denn eigentlich? Also grundsätzlich ist Anydesk ja nichts Verkehrtes. Anydesk ist vom Prinzip das gleiche wie TeamViewer, VNC oder von Microsoft auf dem Windows-Rechner Remote Desktop. Das ist nichts anderes als eine Fernsteuerungssoftware, damit ihr euren Rechner aus der Ferne bedienen könnt. Nun ja, das ist auch für Freunde ganz okay, wenn euch eure Freunde beim Computer irgendwas helfen wollen. Bekannte Verwandte eben auch. Aber grundsätzlich sollte man niemals Zugriff auf irgendjemanden seinen privaten Rechner haben, denn da kann man jede Menge Scheiße anrichten und auch viele private Sachen eben abgrasen und abgreifen. Von daher Finger weg von Anydesk, wenn's in Verbindung mit fremden Personen steht. Ja, also das brauchen wir. Damit können Sie mir Ihr Bildchen freigeben. Also ich kann nur Ihr Bildchen sehen. Ja, genau, das haben die im Fernsehen auch gesagt. Und dann verarschen Sie mich und klauen mein Geld. Nein, nein. Doch. Also ich brauche kein Geld von Ihnen. Aber das haben die im Fernsehen gesagt. Wie bitte? Das haben die im Fernsehen gesagt. Also. Das brauchen wir. Wir können das auch per Blind machen, wenn ja. Sie wollen. Sie was können ist, mir kein... Was ist das für ein Programm? Das ist ein Programm, damit können Sie mir Ihr Bildschirm freigeben, aber wenn Sie wollen das nicht, wir können das alles blind machen. Ja. Das werde ich schwerer machen. Dann machen wir das mit dem Programm blind. Ohne Programm. Das machen wir mit Programm blind. Mit Anydesk. Genau, so. Oder wir machen das Programm blind dann, nicht Anydesk. Okay, kein Problem. Also, Sie haben schon in Ihrem Computer Anydesk, ja? Nö. Also, können Sie bitte das Zentrum laden oder öffnen? Und sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie machen das so. Was soll ich da öffnen?
Also, Sie brauchen diese Endesk öffnen. Nee. Und also, Sie möchten keine mit Endesk nicht. Richtig. Das haben die im Fernsehen gesagt, dass man das nicht machen soll. Also, wenn Sie wollen, wir können diese Endesk nicht benutzen. Ja. Wir können das alles. Sie können also, wir können das alles blind machen. Was ist das? Aber das wird schwerer. Also, diese Endesk brauchen wir. Das hört sich so unanständig an. Wie bitte? Das hört sich so unanständig an. Okay. Machen wir mit Endesk weiter, ja? Nee. Nein. Okay, kein Problem. Sie möchten ohne Endesk so alles blind machen. Ja, aber was ist denn blind? Was ist das für ein Programm? Was ist blind? Also blind. Ich kann sagen, was zu machen. Also diese Endesk brauchen wir dafür, dass Sie können mit dieser Endesk mir Ihr Bildschirm freigeben. Nee. Und ich kann ihr nur sehen, ihr Bildschirm, und ich sage ihnen, was zu machen. Alles ohne Fehler zu machen. Nee. Und dann lieber und, mit wir können auch, wenn sie wollen, aber das ist ähnliche Applikationen, TeamViewer. Aber wenn das? Sie wollen, das ist wie ähnlich, also damit können Sie mir Ihr Bildschirm freigeben. Ja, dann ist es aber ja auch Sie, ein Betrügerprogramm, ja. Nur so ein ähnliches. Also, okay, Sie meinen so. Das ist nicht so, aber Sie meinen so. Nee, okay, das haben die im Fernsehen gesagt. Das ja, kommt also, im Fernsehen okay. Auf allen Sendern. Okay, okay. Die sagen überall im Fernsehen, in Deutschland okay, rufen dann können wir an und bescheißen die Leute. Nein, also, öffnen Sie bitte Google Home. Und das brauchen wir okay, wie Sie wollen. Ja, dann brauchen wir kein Google Chrome. Sie haben kein Google Chrome. Mhm. Welche Browser haben Sie? Internet Explorer. Okay. Sie haben keine Mozilla oder... Nein, ich habe nur den Internet Explorer. Den nur dritten. Internet Explorer? Ja, ich habe gerade ein Software-Update runtergeladen mit Version 3. Okay, wie Sie wollen. Ja. Vielleicht außer Explorer haben Sie... andere Browser auch. Wenn Sie haben gar keine, was für eine Browser? Das alles. Andere Browser, das Google Chrome, Opera, Mozilla oder was Sie haben. Das ist doch Internetfenster, keine Browser. Internetfenster, also. Ja. Browser bedeutet Internet. Also, Sie nee, haben nee, keine bedeutet, Browser. Bedeutet, dass das so ein Sprudel, sie tränkt es mit Zucker und das soll man nicht so oft trinken. Ja, alles klar. Also, Internet, okay, öffnen Sie bitte Internet Explorer und ich sage Ihnen, was zu machen. Okay, Moment. Sagen Sie mir, wenn Sie machen das so. Dann mache ich erstmal den Computer an, ja? Kein Problem. Ja, dann fährt der jetzt gleich hoch, der Computer. Also jeder normal denkende Mensch, auch wenn es ein Betrüger ist in dem Fall, sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, dass ich hier die ganze Zeit auch schon von Betrug rede und sage, dass ich mich nicht verarschen lasse. Und er merkt ja auch, dass ich das AnyDesk und seine tausend anderen Programme da alle nicht haben will. Ja, aber irgendwie denkt er sich wohl die ganze Zeit, da ist doch noch der ein oder andere Taler zu holen. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt. Naja, aber dann lassen wir den Betrüger einfach mal selber seine Zeit weiter verschwenden. Und was machen wir denn da so? Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie einen Computer einschalten. Ja, habe ich. Sie haben schon diese Internet Explorer geöffnet, ja? Ja, erstmal, wenn der eingeschaltet ist, dann kommt ja die Stelle mit dem Hochfahren. Öffnen Sie Internet Explorer? Ja, geht ja noch nicht. Muss ja erstmal hochfahren. Okay. Ja. Jetzt ist so leise bei Ihnen. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin dran. Ja, Sie waren auf einmal weg, da war nichts mehr zu hören. Nein, ich höre Ihnen zu. Ach, ich bin hier. Ja. Sagen Sie mir, sobald, wenn ich Explorer öffne. Ja, der Computer fährt noch hoch. Okay, kein Problem. Ja. Und was haben Sie heute so alles schon gemacht? Sie haben schon alles gemacht. Das Nein. ist schon geöffnet. Nein. Okay, ich warte. Und ich sage Ihnen, auf welche Webseite sollen Sie öffnen nochmal. Wer benutzt? Ja, das dauert noch einen kleinen Moment, bis der hochgefahren okay, ist. Okay, kein Problem. Ja. Ich warte. Das kein Problem. Machen Sie alles ruhig. Mhm.
Bei Ihnen läuft aber schöne Musik. Nein, das ist kein Problem mit Musik. Wenn doch, die ist schön. Dass die Betrüger sich auch jedes Mal damit rausreden wollen, dass da angeblich gar keine Musik im Hintergrund läuft. Oder wie in manch anderen Anrufen immer erzählt wird, ja, ich hätte doch die Musik ausgemacht. Das Einzige, was sie dann tun, ist, ihr Mikrofon leiser zu regeln, sodass man die Betrüger selbst dann noch schlechter versteht. Zumal da ja immer noch der Akzent dazu kommt, den man ja auch ohnehin irgendwie gar nicht versteht, was die von einem wollen. Naja, aber die Musik, die dient da allenfalls höchstens zur Unterhaltung und dass man die Beleidigungen da im Hintergrund nicht hört, aber mehr Sinn und Zweck hat die Musik nicht. Mich würde das auf jeden Fall nerven, wenn die ganze Zeit Musik im Hintergrund läuft, weil man kann sich dann auch gar nicht konzentrieren. Vielleicht, wenn dann irgendwas im Lied auch noch gesungen wird, wo man mitreden könnte, also sprachlich gesehen, dann kommt man vielleicht sogar auch vollkommen durcheinander, also dass man gar nicht mehr sich auf das Gespräch selbst konzentrieren kann. Naja, und das hat man ja auch öfters hier an der Leitung, dass die einen gar nicht verstehen. Und das könnte vielleicht auch einfach mit der Lautstärke der Musik zusammenhängen. Tja, man weiß es nicht, ne? Ist schöne Musik da bei Ihnen? Sehr schön. Haben Sie schon geöffnet oder noch nicht? Der fährt noch hoch, der Computer. Okay, kein Problem. Wie heißt denn das Lied, was Sie da gerade abspielen? Hallo? Rock'n'Roll, ich weiß nicht so genau. Das ist Rock'n'Roll. Ja? Welcher Radiosender ist denn das? Das ist YouTube, keine Radio. Ach so. Ja, YouTube ist ganz toll. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. So, muss ich noch auf anmelden drücken? Was sollen Sie gucken, Entschuldigung? Ja, ich muss doch jetzt erstmal bei Windows anmelden. Ja. Und nu? Hallo, ich höre Ihnen. Ich warte Ihnen. Oh, was denn? Haben Sie schon geöffnet? Was denn? Nochmal bitte. Was denn? Was? Ja. Was machen Sie gerade? Sitzen. Und haben Sie schon die Internet Explorer geöffnet? Ja. Ja. Welche Zahlungsmethoden benutzen Sie? Haben Sie Visa oder Mastercard? Nein. Sie haben keine Kreditkarte. Uh-uh. Wie wollen Sie einzahlen? Wie muss ich denn einzahlen? Also, einfacher ist mit Visa oder Mastercard zu einzahlen, aber Sie können mit Internet, Online-Bank oder Sie können auch so SEPA-Überweisung tätigen. Ja, da bin ich nicht. Also, Sie wissen, ja? Warum brüllt der Mann da im Hintergrund rum? Wie bitte? Der Mann da im Hintergrund, der brüllt rum. Also, wir arbeiten hier mit meiner Kollegin und deshalb können Sie diese verschiedene... Aber der Mann, der sich da über das Internet aufregt, der muss mal ein bisschen leiser sein. Was soll sein, leise sein? Ja. Also jemand, der Mensch. Ja, der Mann, der da über das Internet meckert. Also, vielleicht Musik oder wer redet gerade? Was? Was Sie meinen? Ja. Wer soll leise sein? Ja, weiß ich doch nicht. Ich kenne auch da eure komischen Kakerlakennamen nicht. Ja, wahrscheinlich Abdullah oder irgendwie so. Nein, keine Abdullah. Ich kenne keine Abdullah. Nee. Sie kennen Abdullah? Ja, ich rede öfters mit Abdullah, ja, und mit Allah, und Allah, der streichelt mir manchmal die Popobäckchen. Ja? Ja. Sie haben keine Sache zu machen. Was denn? Was ist Ihre Arbeit?
Wo arbeiten Sie? Was ich arbeite. Ja, was machen Sie? Soll ich Ihnen das wirklich verraten? Wie leben Sie? Ja, ich arbeite. Oh, bei Ihnen hat's geklatscht. Warum klatschen die Leute? Warum klatschen die Leute? Ja. Wo haben Sie die Klatsch gehört? Bei euch. Das ist deine Musik. Nein, habt da geklatscht, ich hab gehört. Also Sie wissen besser als ich? Was? Ich bin hier. Sie sitzen zu Hause. Und Sie wissen besser als ich. Ja, hab ich ja gehört am Telefon. Genau, meine Ohren sind ganz gut, weil ich bin hauptberuflicher Fischstäbchenformer. Ja, und meine Ohren arbeiten auch so gut. Nee, ich glaube nicht. Und meine Augen auch. Nee. Sie erklären nicht mal richtig niemand. Deutsch. Möchten Sie mir diese Überweisung tätigen oder nicht? Was denn für eine... Davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Investierung. Ja, was denn für eine Investierung? Darüber haben wir ja gar kein einziges Wort verloren. Ja, aber Sie brauchen... Warum haben Sie die Anmeldung gemacht? Um diese Registrierung? Na, auf diese öffentliche Plattform. Damit ich ein paar Moneten verdiene. Ja, und ich helfe Ihnen dabei. Ja. Okay. Ja, und ich sage Ihnen, das Mindestenskapital ist 250 Euro. Sie wissen das schon, ja? Hat mir keiner gesagt. Ja, ich sage es gerade. Mindestenskapital ist 250 Euro und maximales Kapital ist 2000 Euro. Also mehr als 2000, Sie können nicht, warum nicht? Investieren. Also am ersten Mal, die erste Investierung soll zwischen 250 und 2000 sein. Aha. Also man muss sich ja immer wieder mal vor Augen halten, dass das hier tatsächlich ein seriöses Gespräch mit einer Tradingbank darstellen soll. Und dass der Typ hier versucht, 250 Euro auf ein Handelskonto von euch einzuzahlen, um dann damit zu traden. Ihr wisst ja Bescheid, das ist sowieso alles Betrug hier in dem Telefonat. Aber, Also ich meine, das ganze Gespräch, das ergibt doch jetzt schon überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das hat ja auch irgendwie kaum noch was mit dem Inhalt des Ganzen zu tun. Ich rede die ganze Zeit von irgendwas anderem. Das mit dem Fischstäbchenformat hat er ja auch nicht begriffen. Und den Rest, ich weiß es auch nicht. Also ich verstehe immer wirklich nicht, was die da eigentlich von einem am Telefon wollen. Die stellen Fragen, man gibt Antworten, die können damit nichts anfangen und schon sind sie überlastet und machen einfach weiter. Also die machen einfach weiter, ohne irgendwie nachzufragen. Schon krass. Ich finde es wirklich Wahnsinn. Also, Sie möchten mit Mehl anfangen, oder? Was meinen Sie? Ja. Sie möchten mit mehr als 2000? Nee. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ich nehme 295,84. Sehr schön. Kennen Sie eine Webseite Binance vielleicht, ja? Ja. Und haben Sie etwas darüber gehört? Nein. Und welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Sie können, das ist einfach, mit Karte zu machen das alles. Ja. Mit Kreditkarte oder Visa, Credit, Visa oder Mastercard. Ja. Sie können auch mit Online-Banking investieren und Sie können auch eine SEPA-Überweisung tätigen, also zur Bank gehen und ja. Von der Bank diese Überweisung machen. Mhm. Wie möchten Sie das alles machen? Kann man das aufteilen? Wie bitte? Kann man das aufteilen? Aufteilen? Ja. Wie aufteilen? Na, von der einen Karte ein bisschen hier und von der anderen Karte ein bisschen da und von dem anderen Konto ein bisschen hier. Also. Nee? Also, Sie möchten das mit einer Karte 10 Euro Wozu habe ich denn jetzt den Internet Explorer aufgemacht, wenn ich da überhaupt nichts machen soll? Ja, aber Sie sagen mir nicht, genau. Doch. Mit welchen Zahlungsmethoden können Sie diese Überweisung tätigen? Aber der Internet Explorer geht doch auch ohne. Ja, die Internet Explorer brauchen wir, aber Sie sollen mir sagen und dann können wir diese Plattform auswählen. Auf welche Plattform sollen Sie die Registrierung machen. Deshalb
brauche ich von Ihrer Seite die Zahlungsmethode. Da nehme ich eine Dong Swang-Karte. Wie bitte? Eine Dong Swang. Ja, also, Sie möchten zur Bank gehen und die Überweisung vom Bank tätigen. Nee, das ist mir zu weit. Aber wie? Wie möchten Sie das alles anfangen? Na, mit einer Dong Swang. Und, also, Dong Swang. Und was bedeutet das? Ja, damit bezahle ich. Die Dong Swang-Karte, die kennen ja die meisten von euch. Für die, die sie noch nicht kennen, können sich eine Dong Swang-Karte beim YouTube-Kanal Callcenter-Terrorist organisieren. Womit bezahlen Sie? Ja, mit meiner Dong Swang. Und was bedeutet das? Ja, dass ich damit bezahle. Machen Sie Spaß oder was? Nein, aber Sie gehen... Aber was soll die Frage? Ich benutze eine ganz normale Dong Swang-Karte. Was benutzen Sie? Ja, eine ganz normale Dong Swang-Karte. Also die erste Karte meinen Sie? Girokarte? Nee. Sie meinen Girokarte, ja? Nein. Aber was meinen Sie? Ich meine meine Dong Swang-Karte. Damit bezahle ich überall. Ja, das bedeutet, das ist normale erste Karte. Girokarte also. Weiß ich nicht. Damit kann man im Internet überall bezahlen. Sie können mit dieser Karte im Internet bezahlen. Sie haben schon bezahlt. Ja, mache ich immer. Ja, aber Sie haben mir gesagt, dass Sie haben keine Visa oder Mastercard. Richtig, ja, genau. Ob Sie keine Visa oder Mastercard haben, wie können Sie mit dieser Karte im Internet einzahlen? Ja, indem ich die Daten eingebe. Welche Daten? Von der Karte. Von der Karte. Aber wenn das ist keine Visa oder Mastercard, Sie können keine Auszahlung, Einzahlung machen im Internet. Aha, da kennen Sie sich aber schlecht aus. Und warum flüstert da jetzt einer? Wie bitte? Warum Sie da flüstern? Also, ich weiß das, was ich Ihnen sage. Nee, scheinbar nicht. Sie, okay, hören Sie mich jetzt. Möchten Sie die Investierung aktivieren oder nicht? Ja, natürlich. Aber Sie kommen ja, Sie machen ja nicht weiter die ganze Zeit. Sie diskutieren ja mit mir über Blödsinn. Ja, aber Sie sagen mir nicht so genau. Doch. Ich antworte auf jede Frage, die Sie mir stellen. Also, Sie haben... Okay. Machen wir so. Sie haben keine Visa oder keine Mastercard-Kreditkarte, ja? Ja, richtig. Okay. Sie haben Online-Banking? Nein. Sie haben keine Online-Banking. Also, schauen Sie, was steht auf dieser Karte. Und sagen Sie mir, die Visa muss mit 4 beginnen. Ja, welches Visa? Ich habe kein Visa. Sie haben keine Visa. Nee, was haben Sie? Sagen Sie mir, was sehen Sie auf die Karte? Da steht Dong Swang. Volksbank. Nein, Dong Swang. Und warum sagt Ihnen das einer vor? Auch wieder richtig intelligent. Die ganze Zeit sagt jemand dem Typen, der mit uns an der Leitung hängt, irgendwas vor. Man versteht immer nur ein paar Fetzen und dadurch, dass ja hier viel rausretuschiert ist, hört man es auch leider nicht mehr so besonders gut. Ne? Also wegen der Musik muss ich ja immer 1000 Filter drüber bügeln, damit man die Musik in den Streams hier nicht hört. Ja, aber es fängt ja schon mal wieder damit an, dass die, also der Anruf ist ja sowieso illegal, das wissen wir ja, aber da darf auch nicht einfach einer zuhören. Na, also wenn da einfach jemand zuhört, muss man das von Anfang an des Gesprächs, muss man das mitteilen, dass hier noch eine Schulungsperson oder irgendwie sowas dabei ist oder keine Ahnung, irgendein Vollklops, der einem da was zeigen will. Ja, aber naja, dem Anschein nach können die ja auch echt nicht alleine arbeiten. Die müssen ja immer zu zweit irgendwie da am Telefon sitzen und das ist ja auch gefühlt irgendwie in fast jedem Telefonat so. Mittlerweile habe ich es nicht mehr ganz so extrem oft gehabt, dass noch jemand mit im Hintergrund war. Aber es ist doch schon ziemlich deutlich. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die jedes Mal neue Mitarbeiter einstellen müssen, weil die Alten schon lange wieder aufgehört haben und da halt eben ständig Schulungsbedarf ist. Tja, keine Ahnung. Also Betrug quasi in Betreuung oder irgendwie so. Zahlen sehen Sie?
drauf. Ja, natürlich sind da Zahlen. Wie kann man denn sonst bezahlen? Mit welchen Zahlen beginnt diese Karte? Welche Zahlen sehen Sie? Warum sagt Ihnen da im Hintergrund einer was vor? Was? Warum Ihnen da einer im Hintergrund was vorsagt? Antworten Sie da auf die Frage auch, oder? Sie machen Spaß. Nee, aber Sie ja scheinbar. Sie machen keinen Spaß? Nee. Okay. Also, welche Kreditkarte haben Sie? Mit dieser Kreditkarte haben Sie schon im Internet eingezahlt. Warum geben Sie mir nicht einfach den Mann, der Ihnen alles vorsagt? Ist doch viel einfacher. Wer sagt? Ja, ich höre doch, Ich habe schon erklärt, dass wir, also ich mit meiner Kollegin arbeite hier in einem Office. Ja, aber der redet ja exakt das Gleiche. Was? Der sagt ja exakt das Gleiche vor. Also meine Karte beginnt mit einem 6. Mit 6 beginnt Ihre Karte, ja. Ihre Kartennummer. Sie haben schon mit dieser Karte etwas im Internet gekauft. Ja, aber ich glaube, das ist falsch. Warten Sie mal. Ja, aber ich weiß, dass keine Karte beginnt mit 6. Doch. Dann googeln Sie das mal. Da kennen Sie sich aber schlecht mit Karten aus. Und so ist es. Da kennt er sich aber besonders schlecht aus. Denn was die Betrüger immer wieder vergessen, es gibt ja jede Menge andere Karten. American Express, JBC und keine Ahnung, was es da noch so alles gibt. Aber es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viele verschiedene Kreditkarten. Und die meisten kann man weltweit benutzen. Und natürlich gibt es auch Kreditkarten mit 6, 7 und 8 am Anfang. Eine Visa-Karte fängt ja meistens mit 4 an. Eine Mastercard mit 5. Das haben wir ja hier schon in den Videos gelernt. Wusste ich in der Tat vorher auch nicht. Aber naja, ist halt wirklich so. Und es gibt aber auch einfach andere Kreditkarten. Das vergessen die irgendwie. Aber naja, man muss ja bei denen automatisch eine Visa da liegen haben. Es ist immer wieder das Gleiche bei denen. Die denken, wenn sie anrufen, man hat alles direkt vor sich liegen und kann sofort alles loslabern. Ja, wie kleine Kinder hier eigentlich, ne? Also Kindergarten, man wird ja hier immer wie im Kindergarten betitelt von denen, ja, das glaube ich langsam auch, weil irgendwie ist das mit den Callcentern hier jedes Mal wie Kindergarten. Wir kennen ja sogar mehrere Karten mit. Vielleicht ich weiß das falsch. Ja? Das kann sein auch. Vielleicht ja. Ich denke mal. Okay. So, wollen wir jetzt hier mal was machen oder nicht? Ja, natürlich. Ja. Na dann. Okay. Sie haben Karte, ja? Sagen Sie mir jetzt mal erstmal Ihre Webseite. Unsere Webseite? Jo. Unsere oder wo können Sie die Investierung aktivieren? Ja. Okay. Moonpay.com. Ich buchstabiere das. Das ist nicht Ihre Webseite. Das ist unsere Webseite. Sie sind ein absoluter Betrüger. Ja, und genau so sieht's aus, denn Moonpay.com ist ein Bezahlungsdienstleister, wie Coinbase. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, quasi wie eine Tauschbörse. Ne? Man kennt's ja vielleicht noch aus Bowlinghallen oder so, wo man Scheine in Klimpergeld gewechselt hat, damit man die Automaten benutzen kann. Hat man oft auch in Casinos. Nein, ich bin kein Casino-Gänger, aber man war ja in sowas schon mal drin. Und so kann man sich Moonpay vorstellen. Ihr steckt da Euros rein und holt euch dann Kryptogeld raus und zahlt es auf einen Wallet ein. Welches Wallet ist dabei egal? Das heißt, man kann bei diesen Bezahldienstleistern auch gleich die Wallet-Adresse von dem Geschäftsdienstleister gegenüber eingeben und so direkt zahlen, wenn ihr kein eigenes Wallet habt. Aber so kann man eben auch mit Krypto bezahlen. Naja, das Problem ist, dass ihr da ja nicht eure eigene Kryptoadresse eingebt, sondern die Kryptoadresse von der Firma. Also bei seriösen Firmen kann man das machen, aber bei einem Betrüger ist die Kohle weg. So richtig nachvollziehen kann man das nicht. Bei Krypto ist das Geld fast zu 100% verloren. Also die Chancen, die man sich da ausrechnen kann, die gehen gegen null. Erst recht, wenn der Inhaber des Kontos das Geld vielleicht noch ein paar Mal transferiert hat, dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Und das ist eben auch Sinn und Zweck der Kryptowährung, dass es dezentral und anonym ist. Naja, und so ist die Kohle dann halt eben auch spurlos verschwunden und nicht mehr auffindbar. Aber hier, die sind ja noch dreister. Die sagen, dass Moonpay deren Webseite ist. Stimmt ja einfach nicht. Es ist ja ein Bezahldienstleister. Tja. Ja, also, Sie
brauchen unsere MoonPay ist nicht ihre Webseite. MoonPay ist ein Krypto-Wallet. Verkaufen Sie mich nicht für blöd, die Scheißbetrüger. Also das erdreist, sie erdreist sich, den Namen von anderen Webseiten zu benutzen. Sie erdreist sich das wirklich? Finden Sie das in Ordnung oder was? Sie sind ein Betrüger. Sowas nennt man in Deutschland Abschaum. Ich bin Betrüger und Sie sind nicht. Recht. Sie sind Betrüger. Sie machen das so für Spaß. Du bist eine absolute Kakerlake. Du willst mich hier mein Geld bringen. Du denkst wohl, ich bin blöd oder was? Ja, ja. Sie haben viel Geld. Du bist sogar so blöd zu wissen, welche Karten es gibt oder was? Sie haben viel Geld. Wie kann man da eigentlich so eine Dummbratzen ans Telefon setzen, die nicht mal wissen, wie man in der Hand scheißt? Sie können auch schnell und... Ja, und dein Gehirn kann scheinbar überhaupt nichts verarbeiten, weil du den ganzen Tag nur die Leute betrügst und verarschst und dann erzählst du, du kommst von der Webseite MoonPay. Ich glaube, bei dir hat es irgendwie geragelt. Du musst ja einen absoluten Hagelschaden an deinem Kopf haben. Ich habe gesagt, dass das mit diesem MoonPay, auf diesem MoonPay arbeiten wir auch. Nein, du hast gerade gesagt, MoonPay ist deine Webseite. Das ist absoluter Betrug. Ja, das ist deine Webseite. Nee, du hast gesagt, das ist eure Webseite. Ich habe nach eurer Webseite gefragt. Also, Wenn ich sagte das am Anfang, dass ich rufe Ihnen von moonpay.com. Nee, hast du nicht gesagt. Nein, hast du nicht gesagt. Ja, ich habe nicht gesagt, weil das benutzen wir nur für diese Investierung aktivieren. Gerade hast du mir erzählt, dass MoonPay deine Webseite ist. Was ist der MoonPay? Also, das ist eine offizielle öffentliche Plattform. Wie kann man nur so dämlich sein? Tja, die Frage, wie man nur so dämlich sein kann, die stelle ich mir ja tatsächlich richtig, richtig oft. Also seitdem ich das hier mache, ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Frage schon gestellt habe, aber es ist Wahnsinn. Ich meine, es ist ja nur klar und deutlich zu hören gewesen. Ich habe ihn nach seiner Webseite gefragt. Und wenn ich ihn nach seiner Webseite frage, dann antwortet man doch nicht mit einer Webseite von einem Bezahldienstleister. Also irgendwas muss da wirklich geistig bei dem überhaupt nicht hinhauen. Also, und selbst wenn, man kann das nicht mal irgendwie in Schutz nehmen, weil letztendlich, selbst wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, dann hat er da einfach nichts zu suchen. Ja gut, aber es sind halt Betrüger-Callcenter, ne? Da macht man sich halt nichts draus und da arbeitet man halt auch nicht nach den normalen Gesetzen, die man so hat. Also, dass man da vernünftige Menschen hinsetzt, die ein bisschen was in der Birne haben. Tja. Da ist eine offizielle öffentliche Plattform. Nee, MoonPay ist keine Plattform. MoonPay ist einfach nur eine Krypto-Wallet, eine Tauschbörse, aber keine Plattform. Also, Sie meinen so? Nee, ich meine nicht, ich weiß das. Sie wissen alles. Nee, nicht alles, aber garantiert mehr als du. Wenn Sie wissen so viel, warum brauchen Sie diese Information von unserer Seite oder von anderen Seiten? Damit ich jede Menge Zeit von euch Kakerlaken klauen kann und ihr niemanden anderen in der Zeit anrufen könnt, damit ich richtig schön eure Zeit verplemper. Das ist der Hauptgrund. Wir haben schon viel geredet. Ja, richtig, genau. Wir haben richtig schön deine Zeit verplempert. Aber deshalb, ich habe meinen Mund getrocknet. Können Sie mir eine Flasche Bier kaufen? Ich habe kein Geld. Ich glaube, dein Gehirn ist getrocknet. Können Sie das machen? Bestimmt. Mir gefällt Paulane, schwarzes Paulane. Und schwarzes Guinness auch. Haben Sie schon... Alkohol ist ungesund und erst recht am Arbeitsplatz. Aber daher sieht man wahrscheinlich, woher deine Intelligenz kommt. Weggesoffen, ne? Ja, aber können Sie mir... Willst du mir nicht mal die Kakerlake da aus dem Hintergrund geben, der dir immer alles vorsagen muss? Weil du kannst ja nicht mal halbwegs Deutsch. Gib mir mal den da aus dem Hintergrund. Ja, du brauchst nicht flüstern. Was? Ja, ich höre das, wenn ihr flüstert. Was hören Sie? Ja, gib mir einfach mal die Kakerlake da aus dem Hintergrund. Hintergrund steht eine Kakerlake? Ja. Kukulake oder Kakerlake? Jo. Das ist der größte Unterschied zwischen dieser Kakerlake und Kukulake. Haben Sie schon gekauft mir eine Flasche Bier? Kannst du mich mal am Arsch lecken. Also, ich trinke das Bier und dann können Sie die leere Flasche von unten stecken. Das kann man bei dir machen, ja. Sie können das selbst machen. Und du möchtest von einem seriösen Unternehmen aus anrufen? Bist du dir da sicher? Ich glaube, du musst dich irgendwie an deinem Arbeitsplatz irgendwie verfehlt haben, ne?
Oh, guck mal, also, das nächste Betrügerferkel ruft an. Wollen wir mal rangehen? Okay, jetzt soll ich diese Kukolake oder Kakalake in Google durchsuchen. Und dann können wir nochmal telefonieren. Ich sage Ihnen, was bedeutet das? Ich weiß nicht so. Genau. Aber bitte, ja. Sei vorsichtig, ja? Ja, Kakalake. Mit dieser Flasche sei vorsichtig. Damit können Sie ein Blut reingehen. Okay, Sie haben viel Zeit. Sie haben nichts zu machen. Sie machen das alles für Spaß. Mit wem spreche ich? Okay, sei vorsichtig mit dieser Flasche. Ciao. Ja, ich denke mal, der Betrüger hat wieder super zusammengefasst, was es für ein Unternehmen ist. Denn sobald man sie als Betrüger entlarvt, geht's immer unter die Gürtellinie. Oder zu 99%. Und irgendwie haben die auch alle, glaube ich, sexuelle Störungen. Weil irgendwie, weiß ich nicht, er wollte es ja hier mit einer Bierflasche treiben. Andere Leute stehen auf alte Menschen, auf, auf Geschwistersex und, weiß ich nicht, Inzucht und sowas, was sie da alles manchmal so von sich am Telefon ablassen. Ja, dann hat er hier die ganze Zeit geflüstert, hat alles vorgesagt bekommen und Ahnung von dem, was er da gesagt hat, hat er auch nicht. Dann wollte er mit einer fremden Webseite bescheißen und so weiter. Tja, und da sollt ihr euer Geld drin versenken. Und wenn es geht, richtig viel Geld, weil die 250 Euro sind ja schließlich nur der Anfang. Das ist wirklich tatsächlich der kleinste Anfang. Da fängt es an und das geht dann so richtig noch hoch. Also viele Leute haben da teilweise 250.000 und mehr bis hin zu 1 Million verloren. Fragt mich nicht, wie sowas geht. Aber gibt's. Ja. Naja, aber schön, dass er hier zum Schluss wieder selbst gezeigt hat, wer er ist und wo er arbeitet. Ach ja, und so ganz zum Schluss hatte ich noch ein anderes Gespräch dran. Leider war das auf einem anderen Gerät, wo der Lautsprecher nicht so laut ist. Von daher hat es leider nicht so toll geklappt, wie ich dachte. Eigentlich wollte ich hier die beiden Betrüger mal untereinander ein bisschen quatschen lassen. Naja, ging leider nach hinten los. Naja, aber wir haben es mal probiert. Gut. Das war's mit dem Video heute. Ich bedanke mich, dass ihr alle wieder da gewesen seid. Wer möchte, kann gerne auch auf Instagram oder auf Twitter mal vorbeischauen. Die Links findet ihr im Profil oder hier in der Videobeschreibung. Da habe ich es mal mit reingepflanzt. Ja. Wer möchte, findet jetzt hier auch noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf den Kanal. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.